Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, ganz kurz will ich eingehen auf das, was Jutta Felte gesagt hat. Frau Felte, liebe Jutta, ich habe ja mitnichten gesagt, dass wir die kommunalen Integrationszentren erfunden hätten oder dass es die erst gibt, seitdem wir hier im Parlament sind. Nein, aber wir haben seit Jahren gefordert, dass die personell gestärkt werden. Und ich hoffe, wenn das jetzt auch erfolgt, dass das auch mit speziellen Experten erfolgt, also Fachleute, die dort eingesetzt werden. Aber da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und ja, die Hochschulen bekommen Geld, aber dieses kleckerhafte Nachreagieren und das immer nicht ausreichende, um proaktiv zu agieren, das ist das, was ich eben angeprangert habe. Meine Damen und Herren, wir haben ja ein 25-seitiges Integrationskonzept vorgelegt, das Integration als eine große Chance für NRW und Deutschland begreift. Und bitte nehmen Sie sich einmal die Zeit und lesen Sie es. Es lohnt sich. Sie werden das eine oder andere Kapitel eventuell wiederfinden, weil letztendlich sind wir in langen Zeiten der Zusammenarbeit in den letzten Monaten ist ja einiges gereift, was wir gut und richtig fanden. Und selbstverständlich haben wir an den Stellen das Rad dann nicht neu erfunden, sondern das in unseren Entschließungsantrag aufgenommen. Im Gegensatz dazu setzen SPD und Grüne auf vage Maßnahmen, die die Landesregierung bereits vor Jahren hätte umsetzen müssen und können. Und es fehlt einfach der Wille, die Flüchtlings- und Integrationspolitik in NRW grundlegend zu reformieren. Und um diese Reformation umzusetzen, müssen an dieser Stelle dringende Fragen gestellt werden. Und ich werde Ihnen jetzt einige Fragen stellen. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie sich Ihren eigenen Antrag vielleicht heute Nachmittag oder heute Abend noch mal nehmen und schauen, ob durch Ihren Antrag diese Fragen, die ich jetzt stelle, gelöst werden. Und ich denke, nein. Erstens, was ist mit dem integrationsfreundlichen Klima bzw. der politischen Bildung für alle? Warum wird kein Landesantidiskriminierungsgesetz auf den Weg gebracht? Warum wird die europäische Antirassismusrichtlinie nicht vollständig umgesetzt? Warum werden Behörden nicht für das Thema Menschenfeindlichkeit sensibilisiert? Wann werden endlich die Empfehlungen des Abschlussberichtes des 2. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses der 17. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages umgesetzt? Wann werden Sensibilisierungskampagnen für die Situation von Geflüchteten und gegen Menschenfeindlichkeit in die Wege geleitet? Also, wann schaffen Sie endlich ein integrationsfreundliches Klima? Und zweitens, was ist mit der tatsächlichen und rechtlichen Gleichstellung? Warum werden Integrations- und Unterstützungsleistungen immer noch von der sogenannten Bleibeperspektive abhängig gemacht? Warum halten Sie sich in Bezug auf das Asylrecht nicht an die UN-Kinderrechtskonvention? Warum schaffen Sie nicht endlich das Asylbewerberleistungsgesetz ab? Warum wird nicht allen Menschen eine adäquate Gesundheitsversorgung garantiert? Warum wird die anonyme Gesundheitskarte vehement abgelehnt? Warum wollen Sie den Menschen erneut vorschreiben, wo sie leben und wohnen sollen? Da wird übrigens das Verfassungsgericht noch ein paar Sätze zu sagen. Das warten wir einfach mal ab. Warum setzen Sie sich nicht endlich gegen die Arbeitsverbote und die Vorrangprüfung ein? Warum wollen Sie EU-Ausländern immer noch verbieten, an der Kommunalwahl teilzunehmen? Also, wann kommen wir endlich zu einer rechtlichen Gleichstellung? Und zum Dritten, was ist mit der Einrichtung eines eigenen Ministeriums für Flucht, Einwanderung und Integration? Ich hatte vorhin schon gesagt, dass es für uns eine der drei entscheidenden Säulen sind. Meine Damen und Herren, neben der Möglichkeit, aus der vermeintlichen demografischen Falle zu entkommen und für einen Konjunkturaufschwung zu sorgen, werden sich vor Ort in den Quartieren zahlreiche neue Freundschaften ergeben. Es wird geredet und diskutiert, gemeinsam gelernt und gelacht werden. Mit einer glücklichen und wachsenden Bevölkerung ergeben sich auch neue Chancen für die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte. Es ist unablässig, dass wir als Gesellschaft zunächst etwas investieren müssen, ordentlich investieren müssen. Wir werden jedoch doppelt und dreifach dafür belohnt werden. Wir werden es doppelt und dreifach zurückbekommen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Brandt, für die Landtagsfraktion.